An den letzten Adventssonntagen haben wir die Kerzen der Hoffnung, des Friedens und der Freude angezündet. Heute zünden wir die Kerze der Liebe an. Jesus hat uns die vollkommene Liebe Gottes in menschlicher Gestalt gezeigt. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Der Advent ist eine Vorbereitungszeit, Zeit, an andere zu denken und das Leben mit allen Kindern Gottes zu teilen. Es ist die Zeit, unsere Nächsten so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat, und der Welt sein kostbarstes Geschenk zu bringen, Gottes gute Nachricht, seinen Sohn Jesus Christus. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Gott der Hoffnung, Friedefürst, Quelle der Freude und Herr voller Liebe, deine Güte übersteigt unser Verstehen. In der Einheit des Geistes und des Leibes lehre uns die Welt und alle Menschen so zu lieben, wie du uns durch Jesus Christus geliebt hast. Komm in unser Dunkel und herrsche du. Öffne unsere Herzen, dass wir deine verwandelte Liebe empfangen. Amen.